E-W-I-N-F-I-D-E. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Servus, Freunde, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen neuen Vlog. Ich befinde mich gerade im wunderschönen UFO und ich habe meinen Koffer mal wieder gepackt, Leute. Denn es geht für mich auf eine kleine Reise. Ich habe ein bisschen was Abgefahrenes, glaube ich, vor, wo ich euch diesmal gerne mitnehmen würde. Wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen? Also, ich werde morgen um die gleiche Uhrzeit ungefähr schwerelos in einem Flugzeug sein. Denn ich mache einen Farabe-Flug, Leute. Gemeinsam mit Steve Aoki. Das ist eine ziemlich abgefahrene Sache, weil ich bin ja selber großer elektronischer Musikfan. Steve Aoki ist zwar nicht meine Musik, aber was die Performance als DJ angeht, habe ich ihn immer echt gefeiert. Fand das, was er quasi so auflegt, auf verschiedenen Festivals, nicht auf diesen ganzen Mainstream-Geschichten, sondern halt auf kleineren Festivals. Immer extrem dope und freue mich auf jeden Fall, morgen gemeinsam in einem Flugzeug mit ein paar anderen Leuten zu sitzen und einfach schwerelos zu sein, denn wir machen einen Parabelflug, Leute. Ganz kurz zur Erklärung, hier ist nochmal eine kleine Linie eingezeichnet, damit ihr das versteht. Ein Parabelflugzeug funktioniert so, es fliegt erstmal unglaublich nach oben und schießt dann so vertikal nach unten, Leute. Oder nicht ganz vertikal, aber ziemlich steil nach unten und in diesem Zwischenraum, wo es nach unten schießt, das sind ungefähr 30 Sekunden, hat man bis zu, keine Ahnung, 30, 25 Sekunden Schwerelosigkeit, die man mitnehmen kann. Das ist eine Sache vom World Clubdown, wo wir zu eingeladen worden sind. Ich bin extrem hyped darauf. Jetzt schneit es nur und ich weiß halt nicht, ob Schnee unbedingt gut ist als Wetterbedingung für so einen Flug. Wir können dann mal ganz kurz den freundlichen Freddy fragen, was der dazu sagt, dass ich einen Parabelflug mache, weil der hat mir nämlich eben schon prophezeit, dass ich dabei sterben werde. Ich mache ja einen Parabelflug, ne? Und jetzt schneit es draußen und das Wetter ist schlecht. Was sagst du dazu? Ist das sicher? Ich habe Flugangst. Du hast Flugangst. Aber jetzt so generell, also... Ja. Was ist, wenn ich nicht wiederkomme? Wenn ich dran denke, kotze ich. Okay, ich sag jetzt Folgendes, Freddy. Sollte ich nicht wiederkommen, ja? Kriege ich deinen Kanal? Ja. Soll ich auf irgendeiner dummen Art und Weise sterben? Darfst du für den nächsten Monat meinen Kanal betreiben und hochladen? Wir machen 50-50. Du hast lila Haare. 50%. Ich habe lila Haare, ja. Die sind frisch gefärbt. Die werden wieder weiß. Machen wir einen Deal? Nee. 70-30, komm schon. 70%. 90-10. Ja, für einen Monat. Und dann schauen wir weiter. Okay, dann ja, melde ich mich nochmal. Dann schauen wir weiter, dann, genau. Dann melde ich mich nochmal. Dann ja, melde ich wir mich schauen noch. Dann weiter. Also, das geht jetzt für mich los und ich würde sagen. Endlich 2 Millionen Abos! Genau, auf geht's. Wer noch da bei mir, der macht viel mehr Geld als wir! Nie wieder Arbeit. Geile Zeit, geile Zeit. Leute, ich würde sagen, ich verschwinde jetzt einfach mal ins Auto. Thomas fährt mich jetzt zum Bahnhof und dann geht's gleich direkt los. Bing. Muss leise sein, Fam, das soll noch hintereinander geschnitten werden. Tschüss, Auto. Mach's gut. Was ist mit dem Kofferraum los? Ach, Mann. Bro, wenn ich sterbe, ja? Gibt's nichts von meinen Einnahmen, meinen Kanal nicht, meinen Instagram-Account nicht, aber es wäre cool, wenn du trotzdem weiter für mich Videos produzierst. Siehst eh so aus wie ich, von daher scheißegal. Also ciao. 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 Boom, your man is now in Frankfurt down, you know what I'm saying. Ja Leute, was geht? Ich zeige euch ganz in mein Zimmer, das ist so ein YouTuber-Ding, das muss man machen. Ich habe hier ein Bett, ich habe da ein Bett, ich habe da noch ein Bett. Ich bin alleine, das heißt, ich werde wahrscheinlich genau zwischen diesen beiden Betten schlafen am Boden. Das ist ein Regal, hier ist eine Dusche, da kann ich kacken. Da könnte ich auch kacken, mache ich aber nicht. Okay. Da ist ein sauhübscher Typ. Und das war's von der Roomtour, wir gehen jetzt gleich runter zum Briefing. Und dann bin ich mal gespannt, was die so erzählen, wie gefährlich das eigentlich ist, so in 10.000 Metern schwerelos zu sein, ob es eventuell Todesfälle bereits gab oder ob ich der Erste sein werde. Schauen wir mal. Ich glaube, ich hau mich jetzt noch eine Stunde aufs Ohr und dann sehen wir es gleich wieder. Ist okay, also ich habe David gekauft, was geht, Boy? Wir fahren jetzt mit einem Bus. Keine Ahnung, ob wir ein Ticket hätten kaufen müssen. Jedenfalls geht es jetzt rüber zum Briefing und ich hoffe einfach, dass die mir sagen, dass die Todeschance bei mindestens 80% liegt, damit sich das auch für mich lohnt, Leute, weil ihr wisst, ich hasse mein Leben, ich hasse euch alle. Jetzt auch für mich reinzureden, Dankeschön. So if you lay down during the pull-up, you close your eyes, you think yourself you are inside the capsule on top of a rocket, what you will feel is even stronger than what we feel when we go to space for real. So you will have the experience of launching to space. It's only for 20 seconds. Takeoff is at 1.5 Gs. We feel pressure on our back left, like if we were weighing 50% more than our normal weight. We reach the speed of sound after 1 minute, 5 times the speed of sound after 2 minutes, and 25 times the speed of sound after 8.5 minutes. So this was a scientific flight. Now a few images of touristic flight. Discovery flight. So we will enter what we call the pull-up, the first phase, where you will feel hypergravity. You will feel like weighing 2 times your weight. So as Jean-François told you, the best way is to lay down on the floor and don't move your head so that everything will be good. During weightlessness, be calm and only do smooth movements. Denk an unser Briefing. Mittendrin ist meine Kamera rausgegangen. Ihr habt direkt gesehen, Todeswahrscheinlichkeit ist wie hoch? 90%. Ich freue mich so darauf, Leute. Ich glaube gar nicht, wie schön das für mich wird. Ja. Also, ich möchte mal ganz kurz aufklären, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben nicht bei 98% liegt. It's over 9000! Ich
Ich glaube, das ist genauso wie bei einem normalen Flug. Wenn man halt abstürzt, ist man tot. Aber das kann ja auch beim normalen Flugzeug geschehen, nur dass man halt hier bewusst abstürzt und wieder hochfliegt. Gerade eben so ein bisschen was von dieser technischen Zusammenfassung gesehen, wie das Ganze funktioniert. Wir fliegen quasi halt immer Parabeln und dann ist da quasi der Effekt der Schwerelosigkeit für 20 Sekunden circa zu fühlen. Dann können wir irgendwie Blödsinn machen, können umherlaufen, Saldos machen, pipapo. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit der Kamera ist, ob ich die morgen mitnehmen kann oder nicht. Das habe ich noch nicht so wirklich erfahren. Aber wir werden mal gucken. Vielleicht nehme ich einfach ein GoPro Headstrap mit. Wir sind ja nicht alleine im Flugzeug, sondern wir haben natürlich noch eine Menge andere Leute dabei. Unter anderem auch Steve Aoki, der da morgen auflegen wird. Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache hier vom World Club, dass sie das so cool geplant haben, dass wir nicht nur diesen normalen Flug machen, sondern halt auch quasi da oben Visual Club Atmosphäre drin haben. Ich habe eine schöne Jacke bekommen. Ich habe gerade was gegessen. Ich bin wunschlosglücklich. Ich denke mal, wir beide gehen jetzt auf eine Menge Alkohol und Drogen nehmen, oder? Haben die ja gesagt. Genau, man soll extrem viel trinken, auch nur Feige. Ich habe gehört, dass die gesagt haben, trinkt eine Menge Alkohol vorher, nimmt eine Menge Drogen. Das ist eine Simulation. Kameras und Handys sind erlaubt. Das habe ich so mitgenommen und genau diesen Ratschlag folge ich jetzt. Dementsprechend sehen wir uns später immer wieder. Schau, du bist derjenige, der, falls ich sterben sollte, verantwortlich dafür ist. Ach so. Ich bin ja wegen dir hier. Ja, gut, okay. Das heißt, ich würde jetzt gerne vielleicht ganz kurz eine kleine Ansprache zu meinen Zuschauern von dir erwarten. Ja, also, liebe Gemeinde. Danke, Mann, danke, danke. Passend zu unserer Reise, die jetzt bald nach Südkorea losgeht, Leute, haben wir gerade von ihm hier, sei halt dieser Cameraman, haben wir gerade ein paar Goodiebags bekommen mit koreanischen Süßigkeiten drin, die extrem gut sind. Und ich freue mich jetzt einfach noch mehr auf Korea. Und diese Sachen sollen wohl Glück bringen. Ich hoffe mal, ja, vielleicht sterbe ich auf der Rolltreppe, wer weiß das schon. Wir haben jetzt soweit alles durch, Sicherheitsbriefing ist gemacht. Jetzt geht's noch mal kurz ins Hotel, ein bisschen schlafen und dann müssen wir relativ früh morgen auch schon los zum Flughafen. Denn es geht morgen um 6.30 Uhr oder sowas aus dem Bett. Komplett unmögliche Zeit als YouTuber, ihr wisst das, Leute. Normalerweise stehen wir so um 15 Uhr auf und schlafen dann um 18 Uhr wieder ein. Also alltägliches Leben auf jeden Fall. Schauen wir mal. Und ich würde es jetzt hier einfach mal dabei belassen und wir sehen uns dann einfach morgen, wenn es dann soweit ist, wieder. Guten Morgen, Leute, was geht? Ganz gut geschlafen, 6 Stunden sollten auf jeden Fall reichen, wenn man sich da hier Weltraum begibt. Ich habe jetzt gerade mal die ganze Zeit über meine GoPro-Situation nachgedacht. Ich habe keine Ahnung, ob ich es mitnehmen darf. Ich kann es nur hoffen, Leute. Geht es zum Frühstück, Leute? Und dann geht es direkt los zum Flughafen-Briefing. Und dann geht es auch schon in die Air. Ich würde sagen, ich muss mich ein bisschen beeilen. Es ist echt Zeit. Boah, meine imaginäre Armbanduhr ist richtig am Limit, Leute. Ich würde sagen, wir sind gleich wieder. Ah. Ist das ein Pullover oder was steht da? Ne, ist T-Shirt. T-Shirt. Mhm. Gut, dass es draufsteht, weil sonst wäre ich über echt verwirrt gewesen. Deswegen steht es drauf. Geil. So, bist du aufgeregt? Nein. Ja, wird krass, oder? Ich glaube, es ist schon heftig. Also so den ganzen Tag halt am Flughafen sitzen. Ja, David darf halt nicht mit, weil es gibt halt ein Mindestalter und ein Mindest-IQ, den David überschritten hat, zehnfach überschritten hat. Wir gehen jetzt zum Flugzeug und dann muss ich meine Kamera abgeben, Leute. Das wird mir sehr wehtun. Aber ich sneak ja meine GoPro rein. Boah, Leute, guck mal, ich habe ein Ticket bekommen, Alter. 10 Uhr geht's los, von Frankfurt nach Zero Gravity. Saugeil, ich freue mich drauf. Ich habe gerade schon gesagt, schau mal, David, hast du meinen Galileo-Chemiebaukasten dabei für meine Experimente, die ich oben machen möchte? Ich möchte den ersten Double Dab in Schwerelosigkeit performen. Und Flusskrebse. Und Flusskrebse züchten. Ganz wichtig, Digga, ganz wichtig. Das Ding ist, David, angenommen, ich würde verrecken. Ist es jetzt in deiner Aufgabe, den Vlog weiter zu filmen? Nee, soll ich dann schneiden? Nee. Schneiden, weiterfilmen von dir bitte nichts, einfach nur schneiden. Okay, perfekt. Das wäre super. Super. Ja? Alles klar, machen wir dann. Okay. Wir haben jetzt so eine Gruppenanteilung bekommen. Was machst du da gerade? Das ist dein Ernst? Das ist so unangenehm. Hi. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es geht gleich in die Luft, Leute. Wie gesagt, ich habe jetzt meine GoPro einfach hier in die Tasche gesteckt. Und wer weiß, vielleicht kriege ich die irgendwie nach oben. David kümmert sich um alles. Ja, David macht das super. Ich fliege auch mit, aber halt mit dem Astronauten. Und dann mache ich von außen die Aufnahmen. Leute, schaut mal, wer auch hier ist. Mike Singerboy. Hast du Bock? In die Schwerelosigkeit. Hast du Bock? Ich bin voll aufgeregt. Und du? Ich habe gar keine Lust. Ich würde am liebsten sterben. Am liebsten sterben. Nicht gut. Wir haben insgesamt, habe ich eben erfahren, 15 Mal Schwerelosigkeit. 10 bis 20 Sekunden um den Dreh, je nachdem, in welchem Winkel wir fliegen. Ich werde auf jeden Fall meine ganzen Experimente durchführen und freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo du die Kamera ausmachst, Bruder. David, machst hier dann Bodenkontrolle, Turm und alles, bla 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 bla. Ne? Genau. Ey, Digga, hier, Headset rein, warte. Wir bleiben in Kontakt, ja? Warte. Das andere. Ne, komm Nase, schon richtig. Also melde dich, okay? Bruder, easy. Ey, guck mal, Leute, das Flugzeug sieht gar nicht anders aus wie andere Flugzeuge. Das sieht aus wie ein Bus. Wir werden hier so krank verarscht, Mann. Ich musste meine Kamera immer noch nicht abgeben. Also ich glaube, ich nehme jetzt einfach mit. Und ja, wenn das passiert, dann ist mir auch egal, ganz ehrlich. Also, dann habe ich damit nichts zu tun.
Hey, wir sitzen jetzt im Flugzeug und wir haben gerade alle noch eine Toilette bekommen. Schauen wir mal, wie das wird. Es geht gleich los, wir haben gerade die Eröffnung und schaut mal ganz kurz da rein. Es sieht so gut aus. Es sieht richtig cool aus und ich habe es sogar geschafft, so halb an der Kamera, halb nicht an der Kamera, jemand mit Kamera reinzuschmuggeln. Das heißt, es gibt ein paar schöne Sequenzen zu sehen. Aber jetzt geht es nach Frankreich für uns, nach Paris und dann der wieder Spiellosigkeit. Also, ich habe die GoPro jetzt nicht genutzt, aber ich habe seine GoPro nutzen können und eine Menge andere GoPros. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich bin nicht gestorben und habe nicht gekotzt. Ich habe mir eigentlich mehr erhofft. Nein, es war Spaß zu sein. Das war ultra, ultra heftig. Ich werde später nochmal ein komplettes Party dazu rausballern. Mir ist immer noch ein bisschen flau im Magen. Was würde ich übergeben? Nein, wir sind alle so ein bisschen enttäuscht, weil wir hätten gedacht, wir würden alle hier kotzen. Das wird zu einer Kotzparty. Ist aber leider nicht passiert, ne? Leider. Ich habe mir gedacht, du willst kotzen, dann würde ich kotzen. Dann würdest du wieder kotzen. Ja, ich habe versucht, eine Kettenreaktion loszutreten. Ich habe meinen Finger, während ich schwerelos war, in den Hals gesteckt. Nächstes passiert. Habe ich gesehen, du hast wirklich alles reingesteckt. Ja, das stimmt. Darüber reden wir jetzt einfach. Ich würde sagen, es geht jetzt erstmal für uns zurück. Wir landen jetzt gleich wieder in Deutschland. Wir sind einmal quasi nach Frankreich, nach Straßburg übrigens, sind nach Paris geflogen und sind dann von da aus im Parabelflug übers Mittelmeer und fliegen gerade wahrscheinlich... Ah, das ist Italien, das erkenne ich. Das ist Italien auf jeden Fall. Das ist ganz klar Italien. Fliegen wahrscheinlich gerade über Italien zurück nach Deutschland. Dann gibt es auch nochmal ein ausführliches Fazit meinerseits. Ladies and gentlemen, you are the journey. You go to prepare the Italien. Wir sind jetzt gelandet, Leute. Es ist eine geile Zeit. Was soll ich sagen? Absolut unglaublich mit dieser Maschine. So was gemacht zu haben, ich hoffe, man versteht mich. Denn es ist extrem laut hier gerade. Aber es wird schon irgendwie hinkommen. Kinas, ich hab's ja jetzt schon mehrfach erwähnt. War okay. War gute Zeit. Wir hatten gute Zeit. Hallo. War gut, ne? Ja, ich versuche die ganze Zeit einen Vergleich zu finden. Ich glaube, der beste Vergleich ist, wenn du in der Achterbahn sitzt und dann dieser schwerelose Moment kurz kommt. Ich glaube, das in 30 Sekunden Länge ist so das meist Vergleichbare, oder? Oder? Was sagt Lila Haar? Ja, was sagt Lila Haar dazu? Ja, ich. David, wie war es für dich hier? War ultra krass. Ja, war heftig. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Ich war halt am PC. War eine geile Zeit, aber. Du musst irgendeinen Vergleich finden. Das können die Leute sich das noch nicht mal vorstellen. Okay, das ist so wie, wenn ihr betrunken seid, aber einen klaren Kopf habt und euer ganzer Körper trotzdem irgendwas macht, was ihr nicht steuern könnt. Das ist ganz gut, oder? Also man kann es ein Stück weit steuern. Also beim ersten Mal sind wir alle nur richtig dumm rumgeflogen. Ich habe direkt Feedback gemacht. Ich habe hier schon Aufnahmen gesehen. Es sah sehr gut, auf jeden Fall. Fazil aus. Ja. Ganzes Feedback und Fazit gibt es am Ende nochmal. Wie er sich seine Haare gefärbt hat. So geil, oder? Das ist echt extrem. Eine Woche später, meine Freunde, und ich komme ganz kurz in den Fazit. Wir befinden uns gerade in Südkorea. Jody ist gerade hinter der Kamera. Ich habe das Ganze mal ein bisschen sacken lassen, mich mit verschiedenen Leuten über diese ganze Erfahrung ausgetauscht und darüber geredet. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich zum Entschluss gekommen bin, es ist de facto nicht beschreibbar, was da genau passiert ist. Es war ein unglaubliches Gefühl zu merken, wenn der eigene Körper auf einmal quasi schwebt, beziehungsweise man irgendwie die komplette Kontrolle über den Körper verliert und man halt diese 20 Sekunden Schwerelosigkeit tatsächlich mal wirklich spürt. Das ist einfach, ich weiß es nicht, es ist so ein krasses Gefühl, man kann es halt einfach nicht in Worte fassen. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ich würde mich ganz gerne hier beim World Club da nochmal bedanken, Leute. Das ist eine riesige EDM-Veranstaltung in Frankfurt, meine Freunde. Und wenn ihr mal genau wissen wollt, wer da gerade als Line-Up alles so auflegt und was das überhaupt alles ist, könnt ihr auf jeden Fall mal gerne in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da ist nämlich der Link ganz oben drin. Wie gesagt, ein dickes Dankeschön an die Jungs, die das dann quasi möglich gemacht haben. Wir hatten ja nicht nur dieses ganze Schwerelosigkeitsding, sondern den ganzen DJs noch dabei und so weiter und so fort. Es war unglaublich geil und ich denke mal, dass ich sowas vielleicht wahrscheinlich nochmal machen werde, oder? Yes, please. Hallo, ja, okay. Ich möchte, also wirklich. Ich hoffe, euch hat dieses Video genauso viel Spaß gemacht, wie mir diese ganze Aktion Spaß gemacht hat. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal gerne in die Videobeschreibung beim World Club dann vorbei und wir sind gerade, wie gesagt, in Korea und was es damit auf sich hat, dazu kommen wir dann einen anderen Mal. Aber das erklären wir euch einfach nächste Woche in einem anderen Vlog. Ich bin noch ziemlich müde vom Jetlag, das merkt man vielleicht irgendwie gerade komplett in meinem... Ja, genau. Alles klar. Okay, tschüss.